Hi. Und Hallöchen, da sind wir wieder. Ja. Sag mal, Auf dem Baum. oder Staffel 2 ist, müssen wir uns eine neue Begrüßung ausdenken? Neues Intro, ne? Echt, ey, Stimmt. oder? Ich weiß es, das ist die Innovation pur. Warte, warte, mach nochmal einen Oh, Countdown. okay. Okay, jetzt sieht ja keiner, schneiden wir auch gar nicht rein. Okay, wir fangen an in 3, 2, 1. Yo! Yo, yo, yo! Das ist mir zu doof. Wir bleiben bei Hi und Hallöchen. Okay. Oder Verdammt. doch, hey ho Minecraft-Freunde? Oder Hallöchen Popöchen? Nee, Hallöchen Popöchen nehme ich auf gar keinen Fall. Das ist dann ja voll geklaut. Nein, nein, nein. Gut, überlege gerade. Was? Er Dann brennender brennt! Zombie. Hi. Tötet ihn! Was Wo möchte ich anfangen wohnen? jetzt? Also können ja wirklich anfangen, wenn du schon sagst, du hast da übelst Bock drauf, diesen Turm zu bauen. Hast du mal gerade die Leitern noch? Ich war ja gestorben. Hattest du die Ja, ich hab aufgesammelt? Ich die. hab sie gerade nicht. Okay. Warte, da. Und Nein! Okay. Ich hab sie. Warte. Hinter dir. ist gar nicht so leicht manchmal. Okay. Nee, manchmal wirklich nicht. 30 Stück noch. Komme ich hier hoch damit? Also ich würde sagen, dann lass uns doch auch mit dem Turm anfangen, wenn du da so sagst, du hast da Bock drauf. Ja. Ich würde mal ganz gerne kurz gucken, wie das hier oben der Rest halt noch aussieht, sozusagen. Wir müssen ja eh dann noch eine Leiter, also eine richtige Treppe runterbauen. Ja. Beziehungsweise das vielleicht drinnen auch machen. Das geht natürlich auch, da müssen wir uns aber in den Berg graben, das ist dir bewusst, ne? Ja. Aber man kann ja so einen Gang da nach oben bauen. Das wäre halt die Idee. Alter Schwede, mein Gott, wie hoch ist das denn hier noch? Das sieht von unten gar nicht so aus, ne? Nee. Alter! Alles cool, keine Sorge. Braucht ja Du mal hast die eine Dinger. ganze Leiter? Ja. Geil. Kommst ja echt weit, wa? Ist jetzt schon wieder dunkel. Überhol dich mal einfach. Ja, sonst käme ich ja nicht hoch. So, das ist hier voll die Baustelle. Auch voll gefährlich eigentlich, weil von wo. Alter, sind wir immer noch nicht oben. Nein. Warte. Boah, das ist ja hier Jetzt sind wir Berggipfel-Beklimmung. oben. Alter. Und hier gibt es eine andere Baumart. Ich fäll dir mal. Oh, cool. Ist es schon ein So. bisschen hoch hier? Dezent, ne? Also ich glaube, wenn du hier runterfällst, dann willst du ins Wasser fallen. Ja. Machen wir so einen Splash-Diving-Turm drauf? Zum ins Das Wasser bietet springen? sich irgendwie an, ne? Das sollte man echt gucken. Obwohl, da hinten, der ist noch größer, der Berg. Ein Apfel. Geil. Guck, da hinten, Ein der ist Apfel. noch größer. Da Ja. ist noch ein größerer Ding Man, drauf. man, meine Sichtweite ist nicht zu hoch. Das ist schön. Aber den sehe ich so gerade eben noch. Ich mache mal hier eben eins zur Fackeln, dass man weiß, wo man hier hoch und runter kommt. Da. Also ich bin dafür, wir tragen sowieso nur noch ein, zwei Schichten hier ab, damit wir eine gute Ja. Grundform haben für den Turm. Okay, das wird jetzt tricky. So. Leicht. Und dann mache ich mal hier noch eine Fackel. Markiere gerade nur mal, dass man den Weg nach oben überhaupt findet. Da ist eine Fackel. Das ist schön. Warum ist die da? Weil da auch die Leiter ist. Hep, hep. Okay. Nein, verpiss dich. Verdammtes Skelett schon wieder. Okay, also ich bin gerade auf dem Weg nach unten, beziehungsweise ich bin jetzt unten. Ja, ich baue hier schon mal ein bisschen eine gerade Fläche rein. Okay. Hab die ersten drei Schichten jetzt gleich abgetragen und guck mal, dass wir da irgendwie gucken, wie groß wir den Turm eigentlich haben wollen von der Quadratfläche mehr. Ja. So, ich habe mal eigentlich nur eben den Weg bis zur, wie heißt das, bis zur Hütte markiert. Was, wo? Ach so, im Wasser, ist mir egal. Ne. Stirb, stirb, stirb. Vielen Dank. Oh,
Brauchst du da oben irgendwas? Muss ich irgendwas mitbringen? Brauchen wir was? Nö, also. Ich glaube, brauchen tue ich nichts. Okay. Obwohl, hast du Kabel mit? Voll der Party-Zombie hier. Nicht direkt, aber ich kann dir welches holen eben. Das ist kein Ding, weil wir die haben Frage ja ist ja, willst du dir dann auch aus Kabel machen oder lieber aus bearbeiteten Stein? Jump around! Jump around! Everybody, jump around! Voll der Party-Zombie, voll gut. Entschuldige, nee, weiß nicht, können wir einfach Kobbeln nehmen? Brauchst du Treppenstufen, soll ich welche mitbringen oder reicht lass uns erstmal nur Kobbel? Lass uns erstmal nur gucken, wie wir das überhaupt bauen wollen. Ist, glaube ich, besser. Okay, dann nehme ich jetzt 2 Stacks, 3 Stacks. Ach komm, ich nehme 3 Stacks mit, ist ja egal. Weil ich weiß ja nicht, ob wir dieses Pseudo-Runde machen in Minecraft oder. Ja. Naja, groß genug ist der Berg, ne? Ein bisschen kann man da schon machen. Ja, ich habe ja die Fläche so ein bisschen geebnet jetzt gerade. Ja. Hep, 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 mehr hep, 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 hurra. Was ich mir auch jetzt gerade überlege, wir könnten ja auch Gebäude einfach mal googeln und, also vor Folgenaufnahmen, ne? Vor Aufnahmen. Ja. Und dann gucken, dass wir die vielleicht umsetzen hier in dem Gebiet. So ein bisschen Inspiration holen, sinngemäß. Ja. Ja, das macht Sinn. Das habe ich auch schon öfter gemacht, weil manchmal weiß man ja auch gar nicht so ganz, wie will man das jetzt machen oder so. Kann man sich ja ruhig ein bisschen aus der Realität seine Inspiration holen, ne? Ja. Da. Okay, so. Bin gleich anwesend, glaube ich. Da kommt da hochgeflitzt, der junge Redmaker hier. Ich glaube, flitzen ist jetzt doch übertrieben, aber ja, ich arbeite daran. Ich eile. Da. Hi! Hi. So, Kobbel wolltest du, ja? Ja. Dankeschön. Und zweimal? Ja, lass uns erstmal gucken, wie wir das bauen wollen, von der Grundform. Einigen wir uns darauf, dass dieser Baum weg kann? Ich weiß nicht, wenn du möchtest, können wir den gerne entfernen. Hätte ich jetzt nichts gegen. Ja, aber ich würde sagen, wenn wir hier rumbauen gleich, dann brauchen wir den nicht, ne? Na, nein, ich komme nicht dran. Ich habe ja diesen komischen Dirty, dieses extra Zeug. So. Warum gibt es das eigentlich? Das darfst du mir auch nicht fragen. Vor allem, das sieht so scheiße aus. Soll die Schicht noch weg hier, die eine? Tschüss, grobe Erde. Können wir die noch wegmachen, die eine Schicht? Können wir gerne machen. Ich war aber auch am Überlegen, ob wir nicht vielleicht auf diese Schicht aufhöhen. Also dieses Drumherum auf diese Ebene halt erweitern. Das könnte man nämlich auch machen. Weil dann würde es jetzt auch nicht so viel an Höhe noch verlieren. Obwohl, jetzt ist auch die Frage, eine Schicht mehr oder weniger, ist das wirklich notwendig, ne? Naja, vielleicht den Rand zumindest abbauen, aber ich würde es ganz gerne auf jeden Fall so haben, aber dass man die Erde halt nicht sieht, ne? Ich möchte das gerne eigentlich nur mit Fels haben dann, oder? Weil, also wie viele Türme kennst du, die auf einen Dings stehen, selbst wenn wir den Berg da so, dass das so fließend übergehen lassen, ne? Cobblestone zu normalen Felsgestein da unten, dass so der Rest draufgesetzt ist, dann wird's komisch aussehen, wenn hier dieser ganze Dirt ist, weiß ich nicht. Also willst du, sieht so unsauber aus. Zu dem Cleanstone runterarbeiten, oder was? Müssen wir ja nicht mal unbedingt, aber es wird ja reichen, wenn wir am Rand dann das zumindest ersetzen, ne? Ja, aber dann würde ich auch wirklich sagen, dass wir dort Cleanstone hinmachen. Also meiner Meinung nach. Ja, das macht Sinn, eben. Also ich sag mal, der Aufgang hier, der kann ja von mir aus sogar Erde bleiben, weißt du? Aber dort, wo Cleanstone schon gegeben ist, da kann man wirklich auch mit Cleanstone arbeiten, hast recht. Ja, ne, deswegen. Oder zumindest das halt ansetzen. Also die Erde halt weg, dass man da drauf dann, weiß ich gar nicht, wenn man da den Cobblestone draufsetzt, das könnte eigentlich auch okay sein, weil da, bis da geht der natürlich Fels, aber halt die Erde weg und da dann den Cobblestone schon etwas höher ziehen noch, würde ich sagen. Mhm. Das ginge eigentlich auch, weil es ist ja einigermaßen gleichmäßig von der Höhe, oder? Sollen wir mal am Rand einfach die Erde wegmachen? Meinst du so bis hier? Lass mir die in der Mitte ruhig da, aber gucken wir mal am Rand zumindest, oder? Muss ich natürlich bei einer Sache aufpassen, dass ich hier nichts weggrabe. Wo ein Abgrund wäre, weil das wäre etwas ungünstig. Dann solltest du nicht über mir graben. Kaum gesagt, weißt du? Okay, also, wenn man das anders. Ich arbeite mich jetzt einfach von der anderen Seite um den Berg herum. Ich glaube, das ist sicherer für uns beide, okay? Okay.
Das ist, glaube ich, die sinnigere Variante. So, mal eben drücken und am Rand gucken. Das mache ich auch noch weg. Okay, ich möchte mal eine Fackel da haben, glaube ich. Bisschen Angst. So, jetzt fühle ich mich sicherer. Ja, okay. Kann ich eigentlich sogar lassen. So, mal eine Fackel nochmal. Und weiter geht's, okay. Aber wenn so ein bisschen Rasen oder so was dran ist, ist ja gar nicht schlimm, ne? Aber. Nö. Aber so grob schon, ne? Also müsste man schon das machen. Ja. Wir müssen dann eh, glaube ich, von oben dann auch gucken, wie das so vom Radius ist, weil wir möchten was Symmetrisches draufpacken, oder? Asymmetrie könnte auch schön aussehen. Ja, ist auch richtig. So, einmal eine Fackel bitte, danke. Ich finde es auch gar nicht mal schlimm, wenn der Berg so ein bisschen kantiger ist. Dass wir halt Nö, das wirklich. finde ich auch nicht schlimm, das darf er ruhig. Also, dass wir wirklich dort hier überall die Erde auch wegmachen, ab dort, wo der Cleanstone zu sehen ist, auch hinter dem Rand. Ja. Ne? Dass es so mehr Übergänge hat, mehr Stufen. Ja, das stimmt. Weiß, glaube ich, was du meinst. So, machen wir das da mal weg. Dann sieht das auch ein bisschen natürlicher aus, als wenn das alles überall gerade ist. So, hi. Oh Gott, wie tief geht's denn hier runter? Alter Schwede. Ah, ist aber schon eine geile Sicht hier oben. Ah, wie es mich in den Fingern juckt, mit Anlauf hier runter zu springen jetzt gerade. Das dachte ich wohl auch schon. Ich Boah, habe ist keine das Schaufel mehr. schön. Boah, ist das schön hier, alter Schwede, ist das schön. Ich gehe noch mal kurz runter und mache mir noch eine Schaufel, ne? Ich sehe den Rand der Welt, weil mein Spiegel gar nicht so weit lädt. Wir sind in einem kleinen verkackten Viereck, verdammt. Das ist schon sehr geil. Meinst du, wir Soll treffen ich? von hier aus das Flüsschen? Ich bin, weil ich. Soll ich dir erstmal eben eine Schaufel geben, bevor du runtergehst? Weil ich habe noch drei Stück. Ja, dann gib mir lieber eine. Mach, dass die aber oben vor die runterfällt und für immer weg ist. Das Will da ist nämlich so ein hochkommen hier. bisschen. Ne? Ah, ist schon hier bauen für Mutige gerade, ne? Das muss man ja lassen. So, einmal da, nochmal eine, Zumindest kann bitteschön. ich hier in Minecraft das machen, was ich mich im echten Leben nicht traue. Weil ich habe ja schon meine Höhenangst, ne? Das ist da schon. Echt? Ja. Die ist zwar nicht so extrem, dass ich mich jetzt wirklich nirgendwo drauf trauen könnte, aber die ist schon vorhanden. Juckt mich so in den Fingern. So, Ja. das mach ich mal noch runter. So. Verständlich. Na komm, ich baue dich mal eben weg hier. Okay. Jetzt haben wir auch Geile definitiv Geräusche. genug Das ist Dirt, muss man sagen. ja. Auf jeden Fall. So viel werden wir im Leben nicht brauchen. Oh, da geht meine Schaufel dahin, aber ich habe noch eine. So, ich mache das mal lieber so, dass es ein bisschen breiter hier ist, als dass da irgendeiner runtersegelt. Besser ist das, denke ich mir. So, was haben wir da? Das kommt einmal weg. Und diese komische grobe Erde einfach. Ich weiß auch noch nicht, was die Besonderes bringen soll. So, also da, wo ich jetzt hier gerade stehe, haben wir wie so eine Mini-Kante, aber ich bin geneigt zu sagen, scheiß drauf, die bleibt, wo sie ist, das stört jetzt nicht. Dann hängt der Fels da mal halt so ein kleines Stückchen drüber, das ist jetzt Ja, ja auch genau nicht so das meine ich schlimm. halt. Diese mehr Haptik halt, ne? Diese Ja. haptische Wirkung einfach. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, Deswegen dann. bin ich auch gerade dabei, die ganze Erde wegzuklatschen. Ja. Nee, das passt, denke ich. Das finde ich gut. Jetzt einmal die ganze Erde oben abtragen, oder? Ja. Ja, okay, dann machen wir das so. Können ja Glaube ich, hinterher erwarte mal die am Höhe Rand noch lang, aber. bestimmen, nachhinein. Wenn Nee, hinten richtig, das können wir der hinterher Turm gucken. eh mit einer Treppe noch in den Berg reingeht, dann Komm ist her. das eigentlich auch besser, wenn die Erde jetzt schon weggeht. Sonst ärgern wir uns da hinterher.
Das stimmt, als Bau- und Füllmaterial innen, je nach Wanddicke oder sowas, kann man es ja eh immer noch hinterher reinbauen. Das ist ja nicht das Problem. So, dann hau ich hier auch mal weg. Oh, ist eine Menge Erde, ey. So viel ist sicher. Ja, ich habe schon fast mein Inventar voll. Weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich habe, aber ist schon einiges. So, dann gehen wir noch ein bisschen weg. Baue jetzt mal gerade hier nur bis zu einer gewissen Höhe weg, weil dann das kann man hinterher noch anpassen, denke ich. Oh Gott, dieses Erde weghauen, ne? Das ist mal so ein befriedigendes Geräusch irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist so Wieso? schön crunchy irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich mag das So ein Geräusch vom bisschen Erde Müsli abbauen. rein oder was? Ja, irgendwie sowas, ne? Na gut, das sind Klingt ja schon fast gesund. auch nur fast. Naja, so gesund es sein könnte, Erde zu essen, naja. Stärkt die Abwehrkräfte, hat die Mama immer gesagt. Hier, nimm noch ein Sandkuchen, Kind. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich, ne, wirklich mir denke, das hätte ich jetzt Bock drauf, weil ich habe ja vorhin erst gegessen. Ich bin eigentlich satt, aber wo ich jetzt Oh. wirklich Bock habe, sind so Folienkartoffeln oder so Backofenkartoffeln einfach. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch sonst eigentlich keiner, der Kartoffeln wirklich mag, aber so ist das geil. Irgendwann, wenn wir beide uns das nächste Mal persönlich sehen, mache ich dir mal meine Backkartoffeln, weil sagen wir einfach, in denen ist bei denen ist eine Menge Knoblauchsalz drauf und ich Oh, fülle sie auf eine Knoblauchsalz. Art und Weise dann noch mit Käse. Sie sind also quasi intern und extern überbacken. Die Mit wirst du lieben. Käse? Käse? Überbacken? Das geht? Ich habe gerade im Übrigen keine Schaufel mehr. Ich klopfe das hier gerade mal so weg, aber ist auch egal. Du solltest nicht unseren Aufstieg wegkloppen. Nicht? Warum? Ist doch Oder? noch hier. Der ist hier. Ja gut, dann können wir das hier wirklich noch Das habe wegklatschen. ich extra hier stehen lassen, weil hier geht's hier vorne runter. Dann klatschen Deswegen wir das dachte hier ich, auch noch weg. die Ecke meine noch weg. Ich habe halt keine Schaufel gerade Ja, du leider. hättest mir nicht beide von dir geben sollen. Dann hättest du noch eine. Vermutlich. Ich mache das jetzt eben per Hand. Du machst den Rest mit der Schaufel, dann kriegen wir es trotzdem hin. Es Ich lohnt muss sich jetzt sagen, die nicht für die Schaufeln gehen kleine Ecke echt da. schnell weg. Ja gut, es ist eine Menge Erde, die wir gerade weghauen, ne? So, wollen wir da, den Rotz da hinten dann auch noch ein bisschen wegmachen, oder? Was hier? Oh, ich habe einen Creeper gehört, glaube ich. Hä? Wo bin ich? Scheiße, ey. Fast Hast du? runtergefallen, weil ich mich erschrocken habe. Machst sowas nicht. Ja, wolltest du das eben noch weghauen? Ist deine Schaufel noch intakt genug? Dann. Also, ich laufe dir brav hinterher und sammle den ganzen Scheiß ein. La la la. La. Hep. La. Und Oh, hep. ich glaube, das reicht. Ja, okay. Da sieht man dann wirklich, wie der Stein hervorkommt und Ja. So, sagt weißt man, du was? Ich gehe das. mal gerade ein Stückchen runter und guck mal, Ich wollte generell jetzt runtergehen da. und die Erde wegbringen. Das auch, aber vor allen Dingen wollte ich einmal kurz so von unten gucken, beziehungsweise von dem Zipfelchen da drüben, wie das aussieht. Ich bin jetzt gerade falsch gelaufen, Da aber ist ist ein auch egal. Creeper. Die, Ich bin die, jetzt einfach hier die, 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 runter. die, die. Aua. Da sind zwei Creeper, oh mein Gott! Aua. Das hier ist die Creeper-Hochburg oder was? Wow, der hat nicht viel ausgehalten. So, dass ich immer hier so sterben muss, ist ja widerlich. Wow. Wollte eigentlich, dass der Skeleton den abschießt, damit wir eine Schallplatte bekommen. Aber gut! Yep. Wow! Ich geh mal schnell, weil so viel halte ich nicht mehr aus. Diese Kamikaze-Dinger, ey! Alter Falter, ist das geil hier. So. Okay. Ich spring mal eben hier ein bisschen hoch, weil ich Ja, will ich jetzt komme mal eben mit. Ich gucken, wie das will da. ja Hups. wirklich auch sehen. Ich komme Wie mit. das da vorne aussieht. Bin ich mal neugierig. So, Doch, mit ohne Erde. sieht schön aus. Hat wirklich irgendwas von wegen. Also, das bisschen Erde, was dran ist, finde ich auch nicht schlimm. Das kann man da Nö, lassen. das kann man lassen. Aber du Ja, gut, da glaubst war ich nicht da mit gerade. irgendwas? Nee, da ist gerade einer verbrannt. Achso, okay, gut. Nee, ich denke, das passt. Das kann man da machen. Jo. Wenn Dann das mit auf den geht's Leitern runter. da aussieht, die an der ganzen Ecke da. Hübsch. Hat sogar irgendwas, finde ich. Dass da Leitern Geht das sind. hier rein? Oder ist das wieder nur so ein Licht? Es ist nur so eine Mini-Lücke. Okay, gut. Ach ja, Na diese gut. hoffnungsvollen Lichtbugs, ne?
Diese Ja, enttäuschte. Man denkt, weiß es oh halt ja, da nicht. ist eine geile Höhle und dann, oh. War ja nur. Ja, man weiß es halt einfach nicht, ne? Oha, 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 oha. Ich will hier nicht Was gefunden? runterfallen. Nein. Guck mal, wo ich Warum bist du denn stehe. da? Ja, dann Ah. komm doch darüber hier. Hier geht's runter. Hi. Ich dachte, man könnte auch hier runtergehen. Nicht Weißt du, was ich denken, gerade machen. überlege? Wie, was denn? Völlig übertrieben, aber ich glaube, ich finde die Idee geil. Was hältst du davon? Weil wo ich mir gerade diese Kante gerade von hier oben angucke, das ist zwar eine schöne natürliche Höhle einerseits, aber wie wäre es denn, wenn wir da unten eh eine Unterstadt reinbauen und auch oben ja was draufsetzen wollen? Was hältst du von der Idee zu sagen, wir bauen uns ein paar Stützpfeiler? Das ist ein Creeper im Übrigen hinter dir. Könnten wir machen. Ich Wunderbar. hatte ja eigentlich auch eher die Idee, hier unten drunter kommt so eine Art Arena rein, aber. Ja, ich weiß halt nicht, aber irgendwie so. Es hat viel zu viel Potenzial. Wir haben mal so ein, zwei Ecken, die so ein bisschen out, bisschen vorstehen. Das wäre halt meine Idee gewesen zu sagen, komm, dann lass uns doch das. Das ist doch Final Fantasy VII, kennst du doch so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Kennst du Midgar? Das ist ja diese große runde Stadt, die ja dann auch diese riesen Stützpfeiler hat, wo ja dann die Unterstadt dann drunter ist. Das so sinngemäß als Idee, weißt du, wirklich so riesen Stützpfeiler irgendwie so Wenn zwei wir Stück das machen dann oder wirklich sowas. machen, dann lass uns das bitte auch als Vorbild nehmen. Irgendwie. Wow. Ja, das ist nur so die generelle Idee, weißt du, dass ich sag mal, warte mal, ich gehe mal hier ganz kurz hier nur hin und du schaust ganz kurz aus Entfernung, wo ich meine. Warte, wir Nämlich kloppen erstmal die Creeper weg und den Spinnreiter, bitte. einmal. Wow. Aua. Einmal. Hi. Lichtbugs ohne Ende hier gerade, egal. So, warte, ich gehe wieder zurück in die Ferne. So. Und Das ist schnapp ja die wie so Sonne. eine kleine Ecke, die ein bisschen vorsteht. Das würde passen. So, dann sage ich jetzt mal. Ja, hier stehe ich jetzt schön passend runter. Einmal hier. Hier einen Stützpfeiler hinsetzen. Und so, ich stelle mich mal rüber. Ich hoffe, die Leute können mir gerade auch folgen, das, was ich meine. So, und einmal hier einen drunter setzen. Ja, gern doch. Relativ, also relativ dick ruhig. Weiß ich nicht, sagen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Holzstämme nehmen. Wir tun so, als würden wir da wirklich so mit zwei Holzpfeilern das stützen sozusagen. Dann nehmen wir halt nicht einen Stamm nur, also einen Block Breite, sondern das sollte dann schon so, weiß ich nicht, drei, vier Blöcke breit sein. Ja, Wie so zwei große Säulen. wie wär's, wenn wir uns wirklich so ein paar Gebäude und generell Sachen, Ideen aus Spielen raussuchen, anstatt aus dem richtigen Leben, dann hat das noch ein Ja. bisschen mehr Bezug zu unseren Kanälen, weißt du? Ja, das ist richtig, ist richtig. Wenn wir zum Aber Beispiel. also die Idee als solches, aber was hältst du davon? Weil Gefällt gerade wenn wir mir. da oben was Großes draufbauen, dann muss das ja auch irgendwie halten, sonst wird ja die ganze Höhle Das einstürzen. gefällt mir, Also das gefällt mir. Das können wir gerne da machen. dann so vernünftig Stützpfeiler drunter packen, könnte ganz geil werden. Es könnte auch verdammt geil ausschauen. Also, ich wäre dafür, ja. Und das gefällt mir besser, das so zu bauen, glaube ich sogar, als das nur mit, könnte man jetzt natürlich auch mit Stein machen, so ein, zwei Steinsäulen, aber wir sind hier mitten im Gebirge. Deswegen möchte ich nicht noch mehr Stein nehmen, der ja sowieso verbaut wäre ohne Ende, sondern da dann sagen, nee, komm, dann machen wir das mit Holz oder sowas. Ich glaube, Holz würde mir am besten Wie wär's gefallen. mit. Man könnte auch mal gucken, wie das Ganze mit Sandstein ausschaut. Oh, das geht sogar auch noch, ja. Sandstein oder hier diese Sachen wie dieser hier Ja, Diorit oder polierter sowas, ne? Diorit und so, das geht Ja, auch. eben. Ja. Lass uns mal Wollen wir mal. erstmal schlafen gehen. Achso, weißt du was? Lass uns doch mal nach der Aufnahme. Die Folgen gehen ja jetzt diese Woche noch raus, wo wir gerade aufnehmen. Dann, wann nehmen wir das nächste Mal auf? Richtung Wochenende hin? Ich würde sogar sagen Mitte der Woche so. Mittwoch, Okay. Donnerstag. Am besten Mittwoch, weil. Deiner Vorschlag, sollen wir mal einfach vielleicht ganz elegant, vielleicht mal so das ein oder andere Bild mal twittern nach dem Motto so hier, was findet ihr eigentlich cooler, das oder das? Auch wenn da noch gar keiner weiß, worum es geht, weil diese Folge kommt ja dann erst noch, aber. Weißt du, wie ich meine? Und dann gucken wir mal, was die Leute sagen, so, ey, was findet ihr geiler, so also vom Baustil, was ist die geilere Location? Und dementsprechend Also auch orientieren wir wirklich uns ein bisschen gucken, dran. aus mehreren Spielen vielleicht so eine Art Mauer raussuchen und dann sagen, was findet ihr geiler und das halt versuchen umzusetzen oder wie. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Gucken wir mal nach so ein, zwei Sachen und schauen dann mal, wo die Leute sagen, ey, hier, das ist geil. Wäre halt nur eine Idee. Wir brauchen mehr Kisten. Nein, wir brauchen mehr Betten. Aber ich komme nicht mehr raus.
Wow, ich habe ein Bett. Geil. Warte mal her, kann man ein Bett auf dem Bett stapeln? Nein. Wenn du es gegen die Wand machst? Gib mal her. Nein. Nein, geht nicht. Ich versuch's gerade. Du mit dem Bett die Wände streichelst. Sehr schön. Ja, nee, hübsch. Ja. Warum haben wir einen Knochen hier drin? Wir brauchen keinen Knochen. Weil. Das erinnert mich nur an unseren Hühnchen, die weg sind. Ach, erinnere mich doch nicht daran. Das deprimiert mich doch nach wie vor Ach noch. ja, und komm mal kurz, komm mal raus und geh rechts lang, bitte. Komm mal Okay, kurz lang. ja. Hier wollten wir auch noch irgendwas Schönes rausmachen. Aus Ja, diesem warte, ich spring mal eben darüber, Fluss-Wasserfall-Dings. dass man das auch bei mir sehen kann, ja. Ja, ist richtig, weil das bietet sich auch an. Mein Gott, ist gar nicht so leicht, über Bäume zu springen. Aber Ja. dann bin ich auch dafür, dass wir das oben dort vielleicht auch ein paar Blöcke mehr erweitern. Weil ein einzelner Block, der da so rauskommt, dann ist ja nicht so schön, finde ich. Ja, nee, das ist richtig. Da ist Und was dann am dran. besten, dass er auch wirklich dort in den Meer reinfließt, ins Meer Boah, rein. sieht das schön aus mit dem Licht gerade hier. Boah. Ach Genau, guck, ja. oh, wie das aussieht, wenn man hier durchguckt. Alter, what? Ist hier Nee, gerade schön, irgendwas einfach schön. explodiert? Nee, nee, ich bin nur vom Baum runtergesprungen. Das war, glaube ich, das Geräusch. Okay. So, dann. Was sagt denn die Wiss, wiss, wiss. Folgenlänge? Binne irgendwo. Kleinen Moment haben wir noch. Ich gehe mal eben nach oben ganz kurz nochmal. Da ist schon wieder ein Enderman. Hi. Gefällt dir das Vordach eigentlich über den Lavasee? Ich habe nur mal so ein Vordach drüber gemacht, weil das eine Skelett mich ja vorhin so schön runtergeschossen hatte, dass ich beinahe direkt drin gelandet bin. Dann dachte ich mir, ja gut, haben wir wenigstens einen Deckel drauf, man landet nicht drinnen. Hieraus könnten wir eigentlich auch noch irgendwas machen. Ja, große Schmiede reinbauen oder sowas, keine Ahnung. Deswegen habe ich es nach Ja, so vorne eine hin sogar Schmiede extra dran bauen. aufgelassen, damit man das halt unten schon wiederfindet, ne? Aber nicht aus Versehen reingeschossen wird oder sowas, weil das ist doch etwas unschön. So, einmal hier, einmal da. Na, was mache ich denn da? Ja, doch, Hä? gefällt mir. Muss ich schon sagen. Das ist schon. Markiere uns das nochmal eben hier, dass man weiß, da kommt man runter. Waren mir zu wenig Fackeln, weißt du? Wie steht das? Wie steht Boah, so viele Leitern. Ja, gut, dass wir die Leiter mitgenommen haben, oder? das? Ja, aber die sind jetzt auch nicht so schwer in der Machart, finde ich, ne? Also. Nee, aber wir hatten jetzt auch sonst nicht so viel Holz dabei. Das hätte halt viel Holz gekostet, wo wir die Boah, Eder das alle sieht hatten. gerade so toll aus mit den Wolken hier, ne? So ein bisschen nebelig. Gott, ist das schön. Ach ja, du hast ja die Wolken an, ne? Ich habe ja bei mir die Wolken ausgeschaltet, weil bei meinem Shader wird sonst tatsächlich etwas arg komisch aussehen, weil ich habe ja diese High-Res-Wölkchen-Tapete da oben drüber. Das sieht dann ein bisschen doof aus. Ja, gut. Nee, gefällt mir aber. Das haben wir hier schon mal schön vorbereitet, um hier dann was drauf zu bauen. Müssen wir halt nur gucken, was für Pläne wir haben, ne? Das wird von hier so ein geiler Blick dann auf was auch immer wir da unten dann reinbauen, ne? Weil ich ja, Also, wie hoch du hier alleine ich bist. bin Stell dir aber mal vor, zum. du baust die Säulen dahin, die sind ja von hier aus winzig. Das ist ja Wahnsinn, vom Maßstab her alleine. Oh, ich habe auch eine Idee. Ich weiß nicht, ob dir Attack on Titan was sagt. Nicht wirklich viel von gesehen. Ja, ich kenn's prinzipiell, Ja, von aber da ja. hinten kommt, müssen wir mal weiter gucken, das stimmt. Die haben da ja. Das waren drei Mauern, ne, die da so drum waren. Drei Ja, Stadtmauern. weiß ich. Dass wir wirklich die eine Mauer ein bisschen weiter drum machen. Dann kommt noch eine Mauer, die noch den Wasserfall einschließt. Und die Willkommen letzte bei, wir Mauer. haben Warte, überhaupt nicht warte, übertriebene warte, Pläne oder so. warte. Die letzte Mauer, die wir machen, die kommt so, dass sie halt dort an der Kante, wo du schon sagtest, da wo auch die. Da so lang läuft dann, ja. Genau, wirklich an der Kante langläuft, damit auch so eine Trennung ist. Da beginnt die Edelschicht. Die edelste Es Edelschicht von ist allen. nicht übertrieben bei uns, ne? Also ihr wisst Bescheid. So, weißt du was, ihr könnt mir alle am Arsch lecken. Ich springe jetzt hier Warte, runter, ich will das jetzt. gib mir erstmal deine Sachen, bevor irgendwas weg ist. Was? Warum? Traust du mir nicht oder was? Dir schon, dem Spiel nicht. Also gib mir wenigstens das wichtige Zeug, was du entbehren kannst, wenn es weg ist, Wenn ich also das nicht weg einfach. Ach, ist. das kann ich einfach so aus dem Menü werfen. Bam, 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 bam. Nimm alles. Ach Gott, der haut die Einzelnen raus. Da, nimm alles. Mir war nicht klar, dass ich die Stacks so. Da auch noch. Und da. Nimm das und die. Das und das so. Die Brote, meine Fackel und mein Schwert nehme ich mit in den Tod. Du kannst mich mal. Okay. Geronimo! Leck mich am Arsch. Alter! Nein, ich werde es nicht treffen. Tja. Ah.
so knapp daneben. Jetzt bin ich dran. Puh, tot. Alle Sachen tropfen weg. 2 mm. Ich hätte nur einen Block noch weiter nach vorne gehen müssen. Scheiße. So, ich hole jetzt mein Kram irgendwie wieder und dann können wir eigentlich auch Feierabend machen. Das ist schon wieder hier lang genug, was wir machen, weil ich renne mal eben kurz. Willst du denn hier hochkommen oder? Ja, ich hole mal eben meine Erfahrung, die da unten liegt. Ist ja nicht viel. Haha. Gut, ich guck das von hier oben zu. Ich guck da bin ja so unerfahren. Zu. Ich habe 22 bisschen, Level. Ja, ich habe jetzt 0. Wo ist es denn? Hi! Warte, kannst du meine Kartoffel fangen? Warte. Ich werf mal eine Kartoffel runter. Hier oben. Dort, wo du gerade runtergesprungen bist. Wow, ich zoome gerade ran. Jetzt sehe ich dich. Da müsste irgendwo eine Kartoffel runterkommen. Was denn? Nein? Ich habe aber die Kartoffel runtergeworfen. Du musst da irgendwo liegen. Ja, ich hab sie. Ja! Yay. Kartoffeln, yay! Oh Gott. Geronimo! Ach, leck mich, mach Feierabend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Kotz mich an. Danke fürs Zuschauen. Geh jetzt. Tschüss. So. Mann. Tschüss. Aber ich hab mich schon tot gesehen, Alter. Ich bin da irgendwie rumgeglitscht, glaube ich. Ich hab mich schon tot gesehen. Oh, schön. Oh. Es ist trotzdem, auch wenn es Minecraft ist und auch nicht aussieht wie die reale Welt, wenn ich da runter versiegel, dann habe ich so das Gefühl, oh scheiße. Ich weiß nicht warum. Ah, schön. Ja, wenn das jetzt kein schönes Ende war, dann weiß ich auch nicht.